Nico, so Übersprungshandlung. Ja, ich muss irgendwas muss ich hier ordnen. Ey, wenn ich keinen Autismus machen darf, darfst du auch nicht. Willkommen zu einem neuen Video. Nico ist da, Mari ist da. Ja, und das neue Jahr nähert sich. Und deswegen macht man ja immer so ein bisschen, was wünscht man sich fürs neue Jahr, was sind die Affirmations. Und damit wir dabei noch ein bisschen was basteln können, machen wir heute cute Pins. Ich habe auch extra so eine Vorlage, denn ich bin leider keine Bastelmaus wie die beiden. Also ich kann das schon irgendwie alles, ich brauche aber Hilfe. Kein Problem, wir haben hier Schrumpffolie gekauft. Es gibt in durchsichtig, gibt es auch in weiß. Und ihr malt auf der rauen Seite mit allem, was nicht bei der Hitze weggeht. Wir haben hier einfach so diese Pilot Pintor oder Posca oder... Die Farben sind so schön, ich liebe diese Farben wieder hier. Und wenn ihr schlau seid, dann malt ihr euch ein bisschen irgendwas Lustiges vor, packt es drunter oder ihr macht Freehand. Ah, du hast auch gemacht? Ja. Ihr seid alle so schlimm. Und ich vorhin noch gesagt, so abhausen ist voll scheiße. Und dann haben wir das auch gemacht, just saying. Oha. Alle gegen mich arbeiten. Ja, wir erzählen jetzt gleich, was wir hier so machen. Und ihr könnt aber auch gerne in die Kommentare schreiben, was sind eure Vorsätze fürs neue Jahr? Fürs neue Jahr. Ja, das passt dann nicht, Berlin, wollte ich mal. Gerade aussprechen ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich bin großer Fan von Affirmations. Ich auch. Ich mache also sogar jede erste Januarwoche immer ein Moodboard für das kommende Jahr. Wow. Fun Fact, seitdem ich das mache, wird immer alles erfüllt. Krass. Ja. Glaubst du ans Manifestieren? Ich glaube an mich selber. Ja. Ich glaube, weil es bisher immer damit funktioniert hat, alles, was ich will, funktioniert. Wenn ich mich drauf fokussiere. Also wahrscheinlich glaubst du daran, weil du es gerade machst? Voll. Ja, voll. Mega. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere, wie du sagst. Ja, voll. So, wenn du brauchst was, auch selber den Input. Genau, wenn du was willst, musst du auch dafür arbeiten. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere und sage, ich möchte das gerne machen, tut sich immer irgendeine Art von... Voll. Möglichkeit auf, wo ich nur Ja sagen muss. Ja, weil du sonst im Alltag so viel im Kopf hast. Ich habe auch das Board immer dahin gehängt, wo ich es eben jeden Tag sehe, auch unterbewusst. Mhm. Und ich glaube schon, dass es sich irgendwie in deinen Kopf einbrennt und dann schon auch deine Ziele unterbewusst ausrichtest. Ja. Das ist sogar ein psychologisches Prinzip. Ja, ja. Das ist ja mini klein. Das ist ja scheiße. Wir schämen mir keine Größen. Dinge, die du auch beim Dating sagst. Das ist ja mini klein. Das ist ja scheiße. Haben wir auch dickeres Schwarz? Haben wir auch dickeres Schwarz? Alle Größen. Alle Größen. Sogar ein richtig fetter Schwolo. Was ist denn lustig? Was malt ihr denn jetzt alle? Also ich male eine Kaffeetasse, denn auf der bewussten Ebene, ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. Nicht wenig auch. Und auf der nächsten Metaebene würde Kaffee für mich einfach Leben genießen. Weil Kaffee für mich immer so diese Raucherpause ist. Dieses kurz mal durchatmen, kurz mal kurz in mich gehen. Kurz mal kurz in mich gehen, amazing. Kurz mal in mich gehen und einfach so ein bisschen den Moment genießen. Ich liebe es einfach in einem Dorf oder irgendwo in einem, so einem Mini-Café mir einen Kaffee zu holen, mich hinzuhocken, Menschen zu beobachten und einfach mal zu gucken, wie andere so drauf sind, was sie machen. Und so lerne ich irgendwie auch deren Kultur kennen, irgendwie, voll, in irgendeiner Weise. Und das finde ich wahnsinnig schön. Das habe ich mir auch für nächstes Jahr vorgenommen, wieder mehr von der Welt zu sehen, in anderen Ländern Kaffee zu trinken und einfach in mich selbst zu gehen. Nico schummelt einfach, weil seine Affirmations, er weiß schon, dass sie passieren, weil beides davon mache ich mit ihm. Er macht Kaffee-Workshop diese Woche mit mir und er fällt mir das stark. Nico cheatet einfach. Frech, frech ist so. Frech. Du, Melissa? Ich mal. Tatsächlich, jetzt habe ich mich gerade vermalt in dem Augenblick. Ich bin sehr auf deine Story gespannt, ich bin ganz ehrlich. Ja, ich mal. Ja, was malst du? So eine Klischee-Asia-China-Box, wo so Nudeln und so drin sind. Diese aus Pappe, die man so faltet. Weil ich ja letztes Jahr mit Ballett angefangen habe und hier das... Okay, pass auf. Ist ja wild. Ich muss ein bisschen ausholen, okay, jetzt. Jetzt reißt euch mal zusammen. Was habe ich hier jetzt gemacht? Nein, weil ich ja von Anfang an eher so Neo-Ballett gemacht habe und ich gerne will, dass es eine POC-Perspektive hat, die Art von Burlesque, die ich mache. Weil ich das Gefühl habe, dass es viel zu wenig in der Szene gibt und auch vor allem viel zu wenig Asiatinnen und Asiaten. Und deswegen würde ich gerne ein Act machen, wo ich vielleicht aus so einer großen China-Box rauskomme, anstatt ein Martini-Glas. Das ist geil. Wir wollen das sehen. Ja, genau. Aber dafür muss ich verschiedene Skills meistern. Ich habe gesagt, wer will das sehen? Nein, wir wollen das sehen. Imagine, so meine supportive friends. Melissa, wer will das sehen? Genau, aber ich muss dafür verschiedene Sachen machen und natürlich auch Jobs bekommen und all diese Dinge. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass das nächstes Jahr passieren wird und deswegen ist das... Du bist ja auch voll begabt in sowas, also gerade so, so Craft und sowas. Also ich sehe das auch bei dir vor. Was meinst du? Ich meine mich selber. Ja. Weil ich bin schon gut dabei, ich selber zu sein, aber da geht noch mehr. Ich habe manchmal das Problem, dass ich zu Leuten, die es nicht verdient habe, zu lange zu nett bin. Weil ich mir so denke, ach, die können da ja auch nichts für. Doch, können sie. Wenn Leute euch blöd behandeln, sind sie manchmal vielleicht einfach blöd. So, und jeder hat seine Gründe, warum er irgendwie ein bisschen doof ist. Aber sucht euch die Leute, die das Richtige doof haben. Das ist ja süß. Ja. Ja, nee, und deshalb male ich mich selber, weil ich würde mir meine Augen gerne tätowieren lassen.
Und das ist ja ein super heikles Thema bei uns in der Gesellschaft. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich mache das erst, wenn ich weiß, ich kann an einem Tag, an dem ich abgefuckt bin, in den Supermarkt gehen und es ist mir scheißegal, dass jeder mich anglotzt. Weil ich mag das tatsächlich eigentlich nicht. Und vor allem habe ich auch keinen Bock, mit Leuten abzuhängen, die mich alle 5 Minuten fragen, warum macht man das? Ich hätte das ja nicht gemacht. Was denn? Das ist einfach so bescheuert. Ich hätte das ja nicht gemacht. Ja, dann mach ich es nicht so. Aber jetzt, deshalb male ich mich selber. Cute. Das ist wirklich cute. Habt ihr ein Ziel, wo ihr sagt, das ist für mich unerreichbar, aber ich würde es gerne machen? Nee, ich denke eigentlich, ich kann alles machen, was ich will. Geil. Es braucht nur genug Zeit, weißt du? Ja. So, time and money. Das eine kommt ja auch mit dem anderen. Gibt's was bei dir, wo du sagst, das würde ich gerne, das schaffe ich aber nicht? Ich habe ja oft Veranstaltungen und so Sachen eher mit Leuten zusammen gemacht. Und ich habe letztens überlegt, würde ich es auch wieder schaffen, komplett alleine ein Festival oder eine Modenschau oder irgendwas hochzuziehen. Aber dann denke ich mir so, okay, es ist eher ein finanzielles Problem als ein Skill-Problem. Ja. Weil ich traue es mir schon zu, das alleine zu wuppen. Absolut. Deswegen dachte ich so, okay, ich brauche eigentlich nur Geld. Danke. So, das würde viele Probleme lösen, um coolen Kram machen zu können, aber das geht wahrscheinlich jeder Person so. Voll. Und wenn man so richtig groß denkt, dann fände ich es cool, wenn ich ein mehrstöckiges Haus hätte, wo alle meine KünstlerInnen-Freunde irgendwie sein könnten. Jeder hätte seinen eigenen Space, aber man könnte vielleicht unten zusammenkommen und drehen oder Kunst machen oder so. Und das erscheint mir extrem weit weg, aber es erscheint mir auch nicht unmöglich. Mach das bitte. Ich finde keine Wohnung. Ja. Was passiert? Ich hab zu da aufgedrückt und dann hat er so einen Blob gemacht. Ja, er, so, er hat richtig enjoyed. Oh mein Gott. Was ist denn da los mit dir? He just enjoyed. Es passiert mir öfters. Oh nein. The squirty boy. Weiß nicht, ich war irgendwie die letzten 2 Jahre sehr privilegiert. Konnte alles machen, was ich wollte. Geil. Ich würde gerne eine Wohnung kaufen. Oh ja. Das würde ich gerne machen, aber Steuern kommen noch. Also bin ich da so, kann ich das, kann ich es nicht? Würdest du an diesem Ort, an dem du jetzt lebst, eine Wohnung kaufen? Nee, ich würde eine in der Heimat kaufen, weil ich da nicht reinziehen möchte, sondern vermieten möchte. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wie lange dieser Job noch geht. Ich wurde schon ein bisschen zollt. Ich war so, wenn du jetzt wegziehst. Nee, alles gut. Big frech. Das ist eine Altersvorsorge. Weiß nicht, es ist schwierig irgendwie. Also auch gut, dass es schwierig ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja schön. Ich bin auch gar nicht in der Mut für nächstes Jahr, ich bin ehrlich. Ich bin auch in diesem Jahr. Guck mal, jetzt sieht es lustiger aus. Also denkt ihr, das ist kleiner? Ja. Mini Naked Mari, lustig. Es geht mir ein bisschen Rote Königin von Alice im Wunderland, von der Mut irgendwie. Ah! Box wird special. Ja, sie hat jetzt spontan einen Background bekommen, den ich jetzt noch male. Das ist ja schön. Oh mein Gott, wow, wie kreativ. So. Soll ich nochmal nicht reinrammen? So, Dating-Sprüche. Ja. Habt ihr sonst Vorsätze fürs neue Jahr oder findet ihr die dämlich? Ich habe noch keine überlegt. Das ist okay. Also bei mir hat das immer gar nicht so viel mit dem neuen Jahr zu tun. Ich finde das cool, so generell Vorsätze für sich zu haben. Mhm. Weißt du, so dass man, also man kann das ja nennen, wie man möchte. Ja. Und ich verstehe auch, dass manche Leute so ein Limit brauchen, dass sie sagen, ab dann. Das ist so wie Leute, die noch so 2 Wochen lang sagen, jetzt Sofazeit und dann Fitnessstudio. Ja. Du lachst schon. Das kann ich voll verstehen, aber ich bin tatsächlich jemand, ich setze mir das immer so ein bisschen, dass ich über das Jahr verteilt sage, so jetzt. Also so diese Neujahrssachen habe ich eigentlich gar nicht, tatsächlich, weil ich auch nicht so der Silvestermensch bin. Ich feiere auch nicht, sitze immer nur mit meiner Mutter auf der Couch und wir fressen Kram und gucken. Aber ich habe auch so Punkte, wo ich mir sage, okay, nächste Woche mache ich das. Und ich bin ganz schlecht da drin, ohne Deadlines zu arbeiten. Ich auch, furchtbar. Also was ich in einer Nacht schaffen kann. Same. Superpower. Ja, so. Amazing. Es sind mir immer so kleine Vorsätze für die Zukunftsminister sozusagen. Habt ihr Bock auf Zukunfts-Ihr? Voll. Ja, doch. Ich habe auch Bock auf eure Zukunft. Oh. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen hübscher, als was ich hier gerade mache. Hey, ja, aber es wird ja noch klein. Ich glaube, das wird süß. Ich habe das. I'm sorry. Ja, Nico torpediert uns einfach. Ja, ich bin sorry, schlecht. Nico, so ja. Meinst du leider nicht so gut. Ja. Aber auch nicht. Ja, was ist mit dir und Vorsitz? Ich mag das eigentlich ganz gerne zum Neujahr, weil ich finde, also Weihnachten fahre ich mal nach Hause und bin dann so richtig chilled as fuck. Und hab da so mal Zeit, über alles zu reflektieren, mich neu auszurichten vielleicht oder so. Mhm. Oder einfach mal zu gucken, was ich nicht sehr möchte. Also ich mag das ganz gerne. Also ich verstehe, dass du meintest, du machst einfach, wie du möchtest. Mhm. Aber ich finde das irgendwie ganz süß, so zum
Januar, wenn eh noch alles schläft und keiner rausgeht und da habe ich keine FOMO und... Hast du FOMO? Ja. Oh mein Gott, er ist personifiziertes FOMO. Das stimmt, ja. Ja. Ich bin ja das Gegenteil. Ich bin so, boah, hoffentlich muss ich da nicht mit. Nee, ich bin schon gern unter Leuten. Ich würde sagen, ich habe eher JOMO als FOMO. Was ist JOMO? Joy of Missing Out. Manchmal bin ich auch so ein bisschen, dann gucke ich so in die Storys und bin so, ach, ich wäre gerne da gewesen. Mhm. Aber ich enjoy es auch einfach alleine auf meiner Couch zu sein. Verstehe. Same, same. Vor allem in Berlin und mit unserem Job, es ist ja jeden Tag irgendwas. Mm. Jeden Tag ist immer Action, du kannst immer, du verpasst immer was. Bla, die nächste Veranstaltung, diese Eröffnung, diese Vernissage, irgendein Kino-Ding. Das es stimmt. Ist immer alles. Deswegen muss man auch ein bisschen lernen, damit klarzukommen, dass man nicht gleichzeitig überall sein kann. Ich bin auch schon besser geworden, finde ich. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr in meinem Leben Ja sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr oft Nein sage, weil ich Angst habe. Hm. Und das möchte ich nicht, also das nehme ich noch jedes Jahr vor. da möchte ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Einfach zum Leben Ja sagen. Ja, was soll passieren? Ich glaube, bei mir ist voll viel Vorsatz, einfach Dinge zu festigen. Also ich habe ja jetzt hier vor den Küken Freundeskreis und einfach so das einfach noch mal ein bisschen mehr festigen und auch im ganzen Tattoo-Game Sachen festigen und einfach ein bisschen mehr setteln. Ich bin voll der Action-Mensch die ganzen Jahre gewesen und alles immer neu und jeden Tag piu 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 irgendwas machen. Und jetzt ist mal Chill-Marianne-Zeit, weil eigentlich bin ich schon die ganze Zeit Chill-Marie, aber mein Job sagt, no. Du bist nicht Chill-Marie. Wir schneiden jetzt hier noch den letzten Kram aus. Dann wird geschrumpft. Ja! Okay, es ist Ofencam. Wir müssen jetzt alles in den Ofen werfen. Sexy schon, Mensch. Guck mal. Achso. Liebt ihr es nicht auch, wenn eure InfluencerInnen-Freunde in eure Wohnung kommen und einfach irgendeinen Scheiß labern? Okay, wir haben alles verpasst. Doch, was dich hast fokussiert. Süß. Deine sieht voll geil Tja. Aus. Ja, meine sieht echt geil aus, ich bin ehrlich. Warum genau sitzen wir im Hausflur jetzt? Ich hab meinen Schlüssel da auch noch vergessen. Aber dafür sind unsere Anhänger alle richtig süß geworden. Ja, ich hätte den Kaffee jetzt gerne in echt aus meiner Wohnung. Tja, schwierig. Wir können wieder zurück ins Studio. Jetzt warten wir. Ja, sorry, mach mein Handy. Ja, mein Schau. Wir haben es zurückgeschafft, danke an Mick und Kostas, dass sie extra kamen und uns den Schlüssel gebracht haben. Ach, wolltest du rein, ja? Ja. Okay. Ja, normalerweise würde man jetzt noch UV-Gießharz hier drauf machen und dann könnte man auch damit die Broschennadel festkleben. Oder ihr macht einen Anhänger dran, je nachdem, was ihr wollt. Ich mache einen Anhänger, das mache ich. Ist alles euch überlassen. Wenn es nicht auch schon nachts um 12 ist, dann könnt ihr das alles noch machen. Viel Spaß dabei. Ja, war lustig, ich fand es voll cute. Ja, ich fand es auch cute. Damit wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Alles Gute für 2024, auch für euch. Ja, dir auch. Und dann vielen Dank fürs Mitmachen. Sehen wir uns im nächsten Video. Bye. Bye.